Welche noch? Weil ich habe ein neues Projekt angefangen gestern. Das kommt aber erst, ich glaube, Dezember oder so raus oder Januar, weil ich ja ganz schön weit auch vorgenommen habe für die Tiefaufnahmen. Da bin ich jetzt auch schon durch inzwischen. Und natürlich Da wären habe wir. Der Hort des Ungetüms ist jetzt nicht mehr weit. Lasst uns zusammen gegen die Bestie bestehen. okay. Doch bevor wir uns der Bestie stellen, solltet ihr euch noch etwas vorbereiten. Diese Truhe hier haben wir aus Murolosch mitgebracht. Sie enthält Brandsalbe und andere Dinge, die im Kampf gegen die Drachen nützlich sein werden. Hier, bedient euch einfach. Vielen Dank, bevor wir aufbrechen, würde ich noch gerne etwas wissen. Nee, eigentlich nicht. So, wo ist die Truhe, von der du gerade geredet hast, junger Mann? Das ist auf jeden Fall super geil hier oben. Da unten ist Talon, ihr seht es. Also beziehungsweise das Land Talon. Die Stadt wahrscheinlich eher nicht. Und die sind schon wieder Harpien ohne Ende. Ich freue mich. Ach, hier die Truhe, die meint wahrscheinlich. Wollen wir die mal öffnen? Brandsalben, wie viele haben wir denn? Zweimal Heintrag, zwölfmal Brandsalbe, Drachentöterhelm, Ausdauertrank. Ja, die zwei Heiltränke kannst du haben, die zwei Zaubertränke auch. Den Ausdauertrank, den kriegt er. Den Drachentöterhelm kriegt auch er. Und die Brandsalbe, die teilen wir jetzt noch schnell auf. Brandsalbe, dreimal. Was ist das schon? Ich habe schon dreimal Brandsalbe, ist ja ein Ding. Dann. Ja, trotzdem teilen wir die auf. Pass auf, dann gib die mal dazu. Ups. Den Drachentöterhelm. Wo sind der? Da. Bring 5. Du hast 5. Ach komm, das sieht cooler aus als der andere. So, 15 Mal. Das packen wir auf die andere Seite. Teilen das mal schön auf hier. So, dann kriegst du einfach mal hier 4. 3 kriegt sie. So, 4 und 4. Was befehlt ihr? Ja, nichts weiter. Du hast dann alles erledigt. Andergaster und der Tusker. Ja, genau. So, wir haben nochmal Punkte, die will ich jetzt noch nicht verteilen. Oder verteile ich die schon? Ich meine, eigentlich wäre es ja doch schon ganz weise, wenn ich das jetzt tue. Ist ja nur noch drüber versteckt. Nee. Gut, pass auf, wir verteilen noch unsere Punkte jetzt. 280 hat er noch. Kann ich hier was machen? Naja, Australien, den gebe ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht auf Speere kann ich nicht. Zauber kann ich aber bestimmt nochmal. Da kann ich leider nichts mehr machen. Wenn ich dich finde. Armatrotz werde ich erhöhen. Und auf jeden Fall hier. So, zack. 400 hat er. Die Planung kann ich nicht erhöhen. Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit, Klugheit, Intuition oder was ist das? Ja, Entscheidung zu treffen. Okay. Fingerfertigkeit bringt mir auch nicht viel. Zauber kann er nicht. Ja, dann Selbstbeherrschung. Auf jeden Fall Selbstbeherrschung hoch, Taschendiebstahl hoch. Ist schon hoch, Schmieden. Fallen entschärfen. Können wir machen. Das sparen wir uns erstmal auf. Unser Herr Trall da. Was können wir mit ihm anstellen? Kann er Waffen? Kann er nicht. Das ist schade. Dann. Ja, Selbstbeherrschung. Das ist immer gut. Die Kette meinetwegen. Okay. Unsere liebe Gwendala, bei der machen wir mal die Lebensenergie hoch. Kann sie bei Bogen hören? Nee, kann sie nicht. Fechtwaffen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann Selbstbeherrschung. Und bei Zauber. Machen wir noch. Oh, kann ich gar nicht. Pass auf, dann nochmal weg. Hier. Und. Ja, hätte ich vielleicht Tatze oder. Na, pass auf, wir machen mal lieber das hier. Meinetwegen nur Armatrotz hoch. Okay. Gut. Zack und zack. Kann ich jetzt hier noch was erhöhen? Nee. Okay, dann mal weiter. Jetzt haben wir, wie gesagt, noch ein paar die Fähigkeiten verbessert. Sind wir eigentlich echt gut gewappnet gegen den Drachen, hoffentlich. Das weiß ich noch nicht ganz. Kann ich noch einen sechsten? Das ist ja klasse. Jetzt kann ich echt mit 6 Leuten hier rumrennen. Das finde ich schön. Gordio, dann wollen wir uns mal an die Harpchen machen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht sie nämlich immer näher an den Drachen. Ich frage mich, wie viele Harpchen wir jetzt töten müssen. Das ist gar nicht. Was befehlt ihr? Diese Harpie zu töten. Danke. Brecht ihren Widerstand. Ja, wen auch immer. Brich ihr Knochen oder so. Okay, die anderen sehe ich leider noch nicht. Die müssen erst drankommen. Da ist er. Zack, bitteschön. Hat er sehen eine Aufgabe? Habe ich das? Ja. Gordio. Und der Prinz Arum und seine Gefährten, die machen mir natürlich mit der Armbrust hoffentlich schön Schaden. Und auch sowieso schön Schaden. Sehe ich gerade. Ich hätte coole Axt gehabt. So, Herr Tralda. Ja, macht die auch mal alle. Da kommen noch mehr. Nochmal 3 Stück. Zack.
Damit er das nicht so alleine hier machen muss, kommt er mal mit dazu. Und du... Lass mal bitte hier. Oh. Bitte. Du gibst mal Zauber ab. Sieht sie hinten aus. Nicht allzu fortschrittlich. Oh, hier hat schon jemand zwei Knochenbrüche. Also Hauptheld, nicht gut. So. Ja, die Ambusschützen hier waren natürlich auch den schön mit. Nicht gut. Zack, nächste weg. Und die letzte. Und du kannst dich währenddessen schon heilen. So. Dann ist ja noch alles klar. Wenn der geheilt ist, können wir eigentlich schon weiter. Sehr schön. Das war die erste Fuge, Harpien. Ich freue mich, wie viele hier kommen. Da ist die nächste. 5. Wollen natürlich hier nicht nochmal drauf gehen. Da sind die schon unterwegs. Nee. Ist auf dann schnell Kugel-Dingsbums. Gerade nochmal. Na, das wird diesmal nicht gut. Das wird schmerzen. Also andererseits, ich lasse es lieber weg. So, und mach lieber damit weiter. Du damit. Du hilfst mal deinen Zwergenfreunden hier vorne und du kannst da auch mitmachen. Viel Spaß. Ah, der Spielerknochen. Was ist denn los? Er hat eine gute Rüstung. Kann nicht wahr sein, dass er die ganze Zeit den Knochenbrüche erleidet. Ich glaube, das sieht aber an meiner nicht vorhandenen Selbstbeherrschung. Weil bei dem habe ich das natürlich nicht so geskillt. Wie bei unserem. Ja, wie bei den beiden. Der Vorgrim und unseren Herrn Tralda. Oh, scheiße, ne? Oh oh. Mir ist denn da gefallen. Ja, wie wär's denn, wenn er mithilft hier, Leute? Ach, das machen wir. Das sah nicht so aus. Da müssen wir mal ein paar von den Dingen. Ach, okay, so viel. Weil ich treffe immer nie. Ja, das hat doch nicht was gemacht. Vorgrim, hast du noch Ausdauer? Sehr gut, dann machen wir mal mit hier. Ja, es geht ja noch. Sieht ja ganz gut aus. Nächste weg. Ja, der Einzige, der jetzt ein bisschen eingesteckt hat, ist unser Held. Ja, Lord Swart von Burg. Nicht schön. So, steh auf, mein Freund. Ja, du kannst mal heilen. So, damit geht das ein bisschen fixer dann am Ende. So, na, siehst du, alles wieder top. Und wir können weitergehen. Und natürlich Quicksave zwischendurch. Damit wir, falls wir einen Fehler machen, den ich schwerst bereuen. So, wie viele kommt denn hier noch? Sag mal, oder beziehungsweise, oh, cooler Himmel. Sieht cool aus, muss ich ja das sagen. Auch die Grafik gerade finde ich echt hübsch. Ich meine, sonst auch eigentlich. Man kann nicht meckern. Ja, ist echt unglaublich, wie viele das sind. Furien sind auch sonst keine friedfertigen Geschöpfe. Aber der Blutdurst dieses Schwarmes sucht seinesgleichen. Ja, ja, schon schlimm, gell? Meint ihr? Ja, schon so. So, dann wollen wir ihm mal den nächsten Feuerball abgeben lassen. Jetzt geht gleich den nächsten. Ich hoffe, das war passiert schnell genug. Ja, wunderbar. Das sind schon einige, die jetzt draufgehen dadurch. Oh ja, das hat's echt gebracht. Nicht schlecht. Wahnsinn. Wir sind gerade mindestens 5 hintereinander gefallen. Richtig gut. Es ist halt nur noch einer am Leben. Du frisst ganz schön. So, weiter geht's. Wunderbar. Das ging schnell. Ja, da kommen auch schon die nächsten. So ein Mist. Oh, okay, das sind echt verdammt viele. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt schnell einschreiten. Mein Atem geht ruhig. Yandra was befehlt ihr? So schnell wie möglich so viele einkreisen. Töten, wie nur irgend möglich es geht. Und das auch so schnell. Ja, hab ich gerade gesagt. Weil die machen dann ganz schön Damage, wenn sie auf einen Haufen sind. Boah, der eine hat vielleicht 60 Schaden mit seiner scheiß Armbrust gemacht. Damals. Aber, nein, ja. Die, guck mal, sind nur noch drei übrig. Geht echt fix, Mensch. Nimm das. Lass das mal vorgehen machen. Zack, zack, zack. Wie geschmiert, Mensch. So. Zack. Nächste. Wunderbar. Das war jetzt auch eine ganze Menge. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, viele, aber es waren locker 13 oder so. 14 vielleicht. Nicht schlecht. Das haben wir einfach mal so niedergemäht. Das mag schon was heißen. So, Gondala, ich bin noch dafür, wenn du mir mal so ein Ding noch machst. Je mehr Helfer, desto besser ist doch. Da haben die anderen sicher auch nichts dagegen. So, dasselbe Spiel wie gerade.
jetzt geht er schön schnell hier. So. Gut, zwar alle haben es diesmal nicht abgekriegt, aber es waren auf jeden Fall genug. Und zwei sind schon wieder tot. Nicht schlecht. Drei. Ja, die letzte hat natürlich nichts bekommen, schade. So, du kannst ja mal das hier tun. Jetzt kommen von hinten wahrscheinlich wieder welche, ne? Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt wieder von hinten überfallen, wie gerade. Weil die letzte stirbt. Was auch nicht gleich so ist, ja. Oh, doch nicht. Nein, diesmal nicht. Haben wir Glück gehabt. So, das heißt, du heilst dich mal fix. Gibst dir mal eine Bandage. Warum machst du das? Ah, jetzt. Okay, sah so aus, als ob es nicht tut. Gut, dann mal weiter. Oder kommen sie doch von hinten? Ich achte mal ein bisschen wieder auf die Karte jetzt. Speicherfeuer. Wer weiß, was passiert. So. Na, das läuft doch bisher eigentlich sehr gut. Ich hoffe mal, dass das auch beim Drachen so ist. Vielleicht schaffen wir das in der Aufnahme. Ich hoffe es ja. Ich gebe mir größte Mühe. Ah, da ist der nächste Haufen. Dann bitteschön. Zeig mir, was du drauf hast. Und gleich den nächsten. Mann, das haut aber auch ganz schön rein, gell? Das ist echt super. So, sagen wir mal, dass alle angreifen sollen. Damit geht das Ganze ein bisschen schneller. Erste weg. Und die zweite noch. Das läuft echt wie geschmiert, sag mal. Nicht gedacht. So, diesmal kommt noch was von hinten. Sieht nicht danach aus. 5. Immer schön speichern. So, Herr Drache, ich komme immer näher. Solltest du spüren vielleicht. Ich spüre das Zittern bis hierher. Freundchen. Mann, das sind aber auch massig an Harpien, du. Ich weiß jetzt nicht, ob hier nochmal welche kommen. Ja, na freilich. Ich hab's nicht anders erwartet. Schön anmutige Musik. So. Zack, dann 9. Sehr gut. Ja, schade, diesmal hat sie es wieder getroffen. Zack. So. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen ja noch mehr. Ach, du Heiligenschein. Das sind wieder einige. Und noch mehr. Nochmal zwei Stück. Hammer, das ist nicht. Oh, ich bin vergiftet. Ich bin hier vergiftet. Das ist natürlich nie. So, wenn das mal ein bisschen fixer geht hier. Machen wir mal sowas hier. Sowas hier. Sowas hier. Oh, Alter, noch mehr. Nochmal vier Stück. Das ist ja Wahnsinn. Hier unser Bär ist momentan der, der am meisten Schaden trägt. Nicht gut. Der ist auch schon tot. Und am besten, du machst mir gleich nochmal falsche Richtung, nochmal 9. Oh, fuck, das kann ich schon einstecken. Trink mal ein. Geh mal einheben mit uns. Du. Zur Stelle. So. Halbkreis bilden. Noch schnell seinen Zaubertrank. Sehr gut. Und mach das hier. Okay. Gehen schon gut weg. Also ist ja nicht so, als ob wir jetzt Probleme hätten. Ich glaube, vollkommen verrückt jetzt. Lassen wir auch, glaube ich, mal fix sterben. Weil bevor wir jetzt zu viele Heiltränke verbrauchen, sollen sich die anderen mal ein bisschen kümmern. Machen das ja auch ganz gut. Machen wir mal sowas. Jawohl. Lass mal das probieren. Oh, nicht schlecht. 24 Schaden hat er gerade gemacht. Also muss ich mich schon so sehen hier. Zack, und noch die beiden und dann haben wir es doch. Volkrim hat zwar erwischt, aber... Naja. Das waren jetzt auch ganz schön viele. Sehr schön. Das glaube ich nämlich auch. Ja, ja, jetzt lass uns erstmal Volkrim heilen und dann beginnen. Du machst noch einen neuen Bären. Du heilst dich mal. Von dem Scheiß hier. So, dann kannst du auch gleich mal Herrn Volkrim heilen. Du kannst unseren Aron mal heilen. Das schadet, glaube ich, nicht. Und dann warten wir mal ganz kurz, bis hier alle verheilt sind, alle Wunden. Er hat 70, er hat 59. So. Vor allem, dass auch unsere Lebensenergie... Ausdauer und alles voll ist. Lange dauert es nicht mehr. Ich will eigentlich mit voller Kraft reinrennen.